Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück hier live auf der Cactus. Ich kann euch ja sagen, als kleinen Einblick, normalerweise läuft es ungefähr so ab, wenn wir einen Talk planen. Wir haben natürlich erstmal ein Thema und dann überlegen wir, hey, welche Gäste könnten denn die perfekten Gäste für dieses Thema sein? Ich weiß nicht, völlig aus der Luft gegriffenes Beispiel, aber wenn wir zum Beispiel einen Talk über Oblivion machen würden, dann wäre ja eine passende Expertin, ich weiß nicht, mir ist der Name entfallen, aber ihr versteht den Punkt auf jeden Fall. Manchmal läuft es aber auch ganz anders. Da haben wir eigentlich gar kein Thema, wollen aber unbedingt mit bestimmten Gästen sprechen und schneiden ein Thema ganz speziell auf diese Gäste zu. Und wir wussten, dass wir auf der Cactus ganz unbedingt eine Runde mit Maurice und Funk Royal einberufen wollen. Also haben wir kurzerhand entschieden, es ist mal wieder Zeit für einen ARPG-Gipfel, der vielleicht auch in ein Duell ausartet. Entweder um das beste ARPG oder den besten Totenbeschwörer oder irgendwas in der Richtung. Wir werden es feststellen. Die wichtigen Themen halt. Ja. Die wichtigen Themen. Deswegen begrüße ich jetzt einmal ganz, ganz herzlich, endlich mal wieder in unseren Reihen, besagten Funk Royal alias Max. Super schön, dass du da bist. Ja, das ist auch super schön, dass ihr mich wieder eingeladen habt. Das es wurde Zeit. Ja. Und du trägst das zugeschnittene Thema auf dich wie einen teuren Maßanzug heute. Mit entsprechender Eleganz, wie man dich kennt. Also, das sagst du jetzt noch. Ich werde dich am Ende des Talks nochmal fragen, ob du zu diesen Worten weiterhin stehst. Gerne, aber gut. Gerne, darauf kommen wir nochmal zurück. Und ich begrüße zu meiner Rechten natürlich den Mann, bei dem normalerweise kein Auge trocken bleibt, wenn es ums Thema ARPGs geht. Hallo. Schön, dass wir dich gewinnen konnten. Ja, ich habe mir auch wirklich lange überlegen müssen, ob ich mit diesen GameStar-Leuten... Ja. Ich meine, man muss ja immer gucken, mit wem man zusammenarbeitet. Ne? Richtig, aber ist ja dann schon irgendwie eine Marke, die im deutschen Gaming-Kosmos ein bisschen Gewicht hat, habe ich mir gedacht. Vielleicht profitiere ich auch davon, reichweitenmäßig. Hm. Also, ne, man guckt halt, was man so hinkriegt. Ne? Mein Gott, war das kompliziert. Habe ich lange versucht, dein Management zu erreichen und dann wurde da ewig verhandelt und jetzt, ich will ja nicht sagen, aber hier sind große Summen im Spiel auf jeden Fall. Oh ja. Ja. Ja, dass Maurice heute hier auf dieser Couch sitzt. Geld? Ja. Oh. Ja. Ich meine natürlich kein Geld. Ah. Ich habe mich versprochen, leider. Ja. Roman hat 50 Euro auf dem Klo gefunden, haben wir heute festgestellt. Ja. Und tatsächlich, die Story, ich muss dir nochmal erzählen, liebes Publikum, es tut mir leid, aber Funk kennt sie noch nicht. Wir haben hier so einen Sticker, wo unser Programm drauf ist mit QR-Code. Ja. Mhm. Und anscheinend gab es einen Fehler bei der Bestellung. Also es wurden 50 Euro für Sticker bezahlt. Okay. Und es wurde übersehen, dass diese Website tatsächlich 10 Euro für den Ausdruck des einen Stickers und 40 Euro Expressversand berechnet hat. Was? Das heißt, was? Der arme Production-Film hat tatsächlich 50 Euro bezahlt und dann kam ein recht dünner Umschlag an. Er hat den aufgemacht, die Stickerlieferung. Dann war wirklich ein Sticker drin und tatsächlich wurde für einen Sticker 50 Euro bezahlt. Das heißt, liebe Leute, wenn ihr euch fragt, wohin geht's so, wenn ihr Plus abonniert, wenn ihr Subs bei uns lasst und so, wohin geht das Geld? In einen Sticker. Deswegen hatten wir auch dann keine Budgets mehr für Influencer oder sowas, weil wir das Geld für 50 Euro deswegen Sticker... Deswegen wurde ich eingeladen. Ja, sonst wäre ja Gronkh hier. Ja, jetzt aber das alles Sinn, ja. Ah, ich sehe gerade im Chat, schreibt einer, ich habe 50 Euro verloren auf dem Klo. Okay, Roman. Aber ist der Sticker das Geld wert? Also ist das, dass du sagen würdest, wow, was für ein Sticker? Ich glaube, er ist schon ein okayer Sticker. Ja, aber ich meine, wie toll muss ein Sticker sein, um 50 Euro wert zu sein, ne? Oh, hat einige Vorstellungen. Ich würd mir da wirklich so einen krassen 3D-Effekt und so vorstellen. Irgendwie Plüsch und Rubbel zum Riechen. Es ist halt nur ein QR-Code. Also. Das Teure war ja der Versand. War der Versand denn toll? Also kam ja an vor der Messe. Ne? Wir haben ihn hier. Ich meine, ist jemand auf einem Pferd angeritten gekommen? Oder? Ja, aber 40 Euro Versand, ja, was macht man da? Ja, ich habe keine Ahnung. Also es gab wohl irgendwie einen verbilligenden Deal für weniger Posten pro Sticker, aber dann es wurde übersehen, dass man da 100.000 pro Sticker, für 100.000 Sticker hätte bezahlen, also kaufen. Was? Und dann ist der eine Sticker sehr billig. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht. Aber es war wohl ein lustiger Moment, wurde mir erzählt, als Production-Chef Phil diesen Umschlag im Büro erhalten hat und die Kollegen gesehen haben, wie er ihn auspackt und seine Reaktion darauf. Aber da sieht man mal, selbst eine professionelle Redaktion wie die GameStar kann auch solche Fehler machen. Ihr habt ja keine Ahnung. Ja, 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 das was ist wir alles für Fehler machen können. Also da sind wir wirklich, da sind keine Grenzen gesteckt. Ihr habt mich eingeladen, ich habe schon einen Fehler. Also.
Das finden wir jetzt raus. Ja, ja, ich sehe auch gerade, dass im Chat zum Glück geschrieben wird, für die Story allein hat es sich schon gelohnt. Ich mag, dass sich keiner beschwert, dass wir noch kein Wort über ARPGs wirklich verloren haben. Ja, ich meine, die wissen ja jetzt inzwischen, was sie hier bekommen. Das stimmt. Also man muss halt ehrlich sagen, dass die Leute, die Podcasts und Talks hören, weil es ihnen wichtig ist, dass konsequent beim Thema geblieben wird, die haben wir schon verloren, bevor du bei uns angefangen hast. Also die haben das ja schon. Das ist nicht meine Schuld. Das ist gut zu wissen. Die haben schon Micha, Dimi und ich verloren, als wir diesen Podcast in so einem Kabuff in der Redaktion gegründet und in der Freizeit quasi hochgezogen haben. Das heißt, es ist völlig schuldbefreit. Aber du hast natürlich dann auch jetzt nicht unbedingt. Ich habe nicht gegengesteuert. Du hast das Ruder jetzt auch nicht herumgerissen, nee, sagen wir so. Ich bin schon mit in den Strom mit reingesteuert, auf jeden Fall. Naja gut, ARPGs, tolle Überleitung. Sehr gut. Dieser Bogen, Wahnsinn. Ja, ne, dafür werde ich auch bezahlt. Das habe ich gelernt. Aha. Überleitungen. ARPGs. Wir wollen heute eigentlich mal gucken, aber ich bin total bereit, dass wir weiterhin abschweifen. Wir wollen heute eigentlich mal gucken, wo wir gerade stehen beim Thema ARPGs. Und was ich von dir, Frank, tatsächlich überhaupt nicht weiß, ist, welcher Spielertyp du eigentlich bist in Sachen ARPGs. Ich meine, es gibt ein großes Spektrum in Sachen Casual, ich spiele nur die Story durch oder ich spiele das Endgame 600 bis 6000 Stunden. Ja. Wo bewegst du dich da? 6000 Stunden. Oh. Bin ich kurz davor bei Path of Exile? Wirklich? Ja, wirklich. Oh mein Gott, ich habe gut geraten. Und damit gehöre ich aber immer noch zu den erweiterten Anfängern. Also du bist bei Path of Exile, kannst du nie auslernen. Das stimmt. Weil es zu viel Inhalt hat. Und ansonsten als Spielertyp bin ich derjenige, der eigentlich eher sagt, ich lasse andere die Arbeit für mich machen. Sondern andere sich die Finger schmutzig ein machen. Ein distinguierter Gentleman von Welt. Also am liebsten sowas wie Beschwörer oder man kann auch Totems bauen oder halt irgendetwas, wo Hauptsache ich mich um gar nichts kümmern muss. Ja. Und ich kann im Kreis um den Gegner drum herum rennen, während der Gegner von meinen Schergen, sag ich mal, angegriffen, beschossen, malträtiert, auseinandergerissen und zerpflückt wird. Ja, da kenne ich ja noch jemanden. Maurice, da warst du nicht dabei. Ich weiß auch nicht mehr, wo es war, aber in einem anderen Podcast habe ich neulich, als wir über Last Epoch gesprochen haben, da habe ich zu Micha gesagt, dass ich bei dir manchmal den Eindruck habe, du spielst gar nicht Diablo, sondern eher Factorio, weil du es einfach liebst, Sachen zu automatisieren. Ja. Würdest du sagen, das trifft zu? Ja, witzigerweise mag ich, ich mag einfach irgendwie, wenn sehr viel auf dem Bildschirm ist. Und ich finde halt, das sind diese Beschwörerklassen, das ist halt einfach immer cool, wenn du wirklich unterwegs bist mit einer ganzen Armee von Zeugs. Hm. In Path of Exile ist auch mein Lieblings-Achievement dieses, es gibt ja eins, dass du irgendwie 40 Minions oder sowas hast. Ja. Das ist sehr wichtig. Ich spiele Path of Exile längst nicht so viel wie du, Frank, aber das habe ich mir natürlich geholt. Sehr gut. Weil es wichtig ist. Ich mag aber tatsächlich ganz gerne, wenn diese Beschwörerklassen dann durchaus noch aktiv sind in dem, was sie mit ihren Minions machen. Ja. Also manchmal gibt es ja welche, die dann die Minions sprengen, manchmal gibt es welche, die sie dirigieren können und so. Inzwischen so ein bisschen mag ich es ein bisschen komplexer, aber ich habe auch angefangen mit so einfach so in Diablo 2 so komplett faul. Ne? Mhm. Da machst du ja eigentlich gar nichts als Totenbeschwörer, wenn du nicht gerade ein bisschen Leichen sprengst. Last Epoch hat halt bisschen, ich glaube auch Path of Exile auch, hat halt mehr auch noch so Sachen wie, du setzt noch einen Feuergeist auf die Minions, der zehrt sie dann auf und macht noch Schaden und so. Also ich mag dieses ganze Spektrum eigentlich, aber grundlegend ist das halt immer die Klasse, wo am meisten los ist. Ja. Und das finde ich sehr, sehr cool. Das Komische ist ein bisschen, das andere, was ich gerne mag, ist dann irgendwie das komplett andere Extrem, wo du selber maximal aktiv bist. Also irgendein Rogue, der 5 Dashes hat oder sowas und sich gar nicht aufhört zu bewegen. Ja, für sowas spiele ich dann Hades oder so. Ah ja, auch ein tolles Spiel. Da hast du dich hier mich draufgebracht. Ich weiß noch, Maurice, da ist so ein Roguelike im Early Access bei Epic. Und ich so, Geraldine, du hast gerade nur Worte gesagt, die mich abschrecken. Das ist eins der besten Spiele der Welt. Und es ist eins der besten Spiele der Welt. Ja. Es hat mich durch 2 Wochen Corona gebracht, hat mich einen ganzen Urlaub gekostet. Ich freue mich sehr auf den zweiten Teil. Im weitesten Sinne, ja, ich bin immer ein bisschen unsicher. Es ist ja kein Diablo-like, aber ich finde, es spricht schon viel von dem an, was man auch an solchen Spielen mag. Ja. Also ich glaube, die meisten Leute, die Diablo mögen, werden Hades auch mögen, aus anderen vielleicht Gründen, aber du hast die ISO-Perspektive, du hast das Action-Gameplay, du hast ja auch das Bauen von Builds und Charakteren nur halt kondensiert. Ja. Also holt mich sehr ab und zähle ich im weitesten Sinne schon auch Hades 2 zu diesem
sehr tollen Action-RPG-Jahr, das uns ja irgendwie ansteht. Ne? Ja. Also wir haben ja, mit Last Epoch jetzt angefangen. Wir kriegen jetzt No Rest for the Wicked. Oh. Wir kriegen Titan Quest 2. Also hoffentlich, das wissen wir noch nicht, aber eigentlich müsste jetzt, man denkt irgendwie, es müsste allmählich mal was Neues dazu kommen. Ja. Wir kriegen eine neue Grim Dawn-Erweiterung. Wir kriegen PoE 2 und wir kriegen die Diablo 4-Erweiterung. Also es ist wirklich, es fühlt sich an, als würde das Genre aufholen wollen, dass wir seit 10 Jahren die gleichen 3 Spiele gespielt haben, nämlich zwar immer, ja, was kann ich denn spielen? Ja, du weißt doch, Diablo 3, Path of Exile oder Grim Dawn. Ja. Und kommt mal irgendwas Neues? Nee, Wolzen ist leider doof, Torchlight hat sich auch selber kaputt gemacht, es kommt nichts. Du kannst den gleichen Kram spielen. Und jetzt endlich kommt diese Lawine an interessanten Action-RPGs. Auf welches Fang freust du dich am meisten? Jetzt gerade auf No Rest for the Wicked, ehrlich gesagt. Das durfte ich anspielen und es war fantastisch. Ja, erzähl doch mal, du hast es schon gespielt. Ja. Wie lange konntest du spielen? Ich durfte es, ich glaube, 90 Minuten spielen. Und dann, also ich hätte weiterspielen können, aber da hätte ich mein Video nicht speichern dürfen. Also habe ich gesagt, okay, ich mache nur 90 Minuten, damit die Leute das noch nachgucken können. Und ich habe es aber genau in der Zeit geschafft, den Demo-Boss zu besiegen, was wunderbar war. Sehr gut. Und es hat einen wunderbaren Art-Style. Es hat ein schönes Feedback. So dieses, ich mag es, wenn ich in einem Spiel, auch in einem ARPG, einen Gegner angreife und ich merke den Treffer. Man sieht es da gerade, ne? Richtig zack, zack. Ja, genau. Es war batsch, bam, bump. Und das ist irgendwie schön. Das ist nicht so, dass das Schwert nur durchgeht und der Gegner bewegt sich irgendwie nicht, sondern da hast du richtig Feedback. Das ist geil. Das ist ziemlich geil. Also optisch ist das ein Kracher. Ja. Also sowohl, ne, was den Artstyle angeht, als auch das Feedback, als auch die Effekte, das ist einfach ein Kracher. Mhm. Es ist halt von den Ori-Machern, also Artstyle können die. Ja. Hat mich auch erinnert an Arcane, die Serie. Stimmt, Die League of Legends-Serie. So ein bisschen von dem Zeichenstil her hat so ein bisschen was davon. Absolut. Ich bin tatsächlich, ich bin noch etwas unsicher, weil also ich habe mich in den Trailer damals komplett verliebt in diesen Song und dachte mir, holy shit, ich bin tatsächlich... Es gibt eine nagende Stimme an mir, die sagt, Maurice, vielleicht wird es dir gar nicht so gefallen, weil du kennst doch deine eigene Frusttoleranz bei Souls-Likes. Ja. Und das ist ja tatsächlich ein Diablo-Souls, wenn man es ganz vereinfacht sagen will. Mhm. Und da benutzt man ja gleich 2 von diesen unsäglichen Genre-Überbegriffen, die eigentlich nur ein Spieletitel sind. Aber, aber es ist ja, du spielst aus der ISO-Perspektive, du hast Loot und so, aber du hast ja auch einen Ausdauermeter und du sollst wirklich so, du schlägst physisch zu, die Waffen haben unterschiedliche, also was das angeht, ist es gar nicht so sehr Diablo, sondern, und einerseits finde ich das total cool, weil ich wünsche mir schon manchmal auch, dass bei ARPGs, dass die ein bisschen mehr, der Anspruch liegt ja oft eher im Charakter bauen als im eigentlichen Gameplay. Ja. Du willst dir immer einen Charakter bauen, der durch alles durchkommen kann, ohne dass du dich drauf konzentrieren musst. Und darauf scheint das ja gar nicht ausgelegt. Also hier ist wirklich auch der Anspruch in jedem Kampf. Genau, lernen. Und das finde ich eigentlich cool. Die Frage ist, und wie ist deine Einstellung, wie Souls-like es eben wird und wie frustrierend es auch wird? Ich fand schon sehr Souls. Also da muss man auch differenzieren, was bedeutet der Begriff Souls-like überhaupt? Also beinhaltet das eine Rolle und irgendeine Art Bonfire, an denen du wiederbelebt werden kannst? Oder ist es einfach nur das allgemeine, die Schwere des Spiels? So werden ja auch mittlerweile viele Schwere. Ich habe es in dem Fall auf diese dumme Weise benutzt, die man ja nicht benutzen sollte. Ich glaube, die Bonfire-Mechanik und so hat das nämlich nicht, oder? Es hat Checkpoint-Mechanik. Ah, okay. Und sehr faire. Also in der Demo waren die sehr, sehr fair gesetzt. Ich fand es aber auch Souls-like-ig, muss ich gestehen. Aber es ist ein schöner Mix. Das ist so ähnlich wie, wenn wir beim Thema ARPG sind, aber kurz einen Schritt in eine andere Spielrichtung gehen wollen, Nioh. Nioh hat ja auch dieses Aufsammeln von Gegenständen mit verschiedenen Werten, nach denen du deinen Charakter bauen kannst, aber halt keine isometrische Ansicht, sondern eine Third-Person-Witcher-ähnliche Ansicht. Und das liebe ich auch sehr. Und da, finde ich, macht No Rest for the Wicked auch einen schönen Mix aus beiden Genres. So jetzt in dem Fall Dark Souls und Diablo. Mhm. Oder mehr Torchlight. Also daran hat es mich ein bisschen mehr erinnert. Ja. Ich mag auch, dass du, Maurice, einfach Souls und frustrierend so synonym verwendet hast, dass du gesagt hast, wie Souls, also wie frustrierend ist es denn? Ja, aber das ist tatsächlich Souls fantastisch. Das ist beim, ich bin nicht sehr frustresistent, das habe ich leider an mir selber gemerkt. Und ich bin dieser Loser, der sich immer wünscht, es gäbe die FromSoft-Spiele in ein bisschen weniger Soulsig, weil ich mag die Welt und ich mag auch die Rollenspielmechaniken. Ich finde es zum Beispiel super cool, was du dir in Elden Ring halt für diverse Charaktere bauen kannst. Ich habe halt einen Peitschenmagier gespielt. Fand ich toll, habe ich gesehen. Und das liebe ich so. Aber ich finde, kann ich das alles haben
aber ohne die Bonfire-Mechanik. Mhm. Ich bin diese Art von grässlichem, verhassten Spieler, den niemand mag von den Souls-Fans. Ach Quatsch. Deswegen ja, benutze ich das tatsächlich relativ synonym, aber das ist mehr eine Schwäche von mir, weil ich tatsächlich, vor allem auch im Stream irgendwann, weißt du, wie dir das geht, wenn du dann so 2-3 Stunden am gleichen Boss hängst oder sowas, dann bist du irgendwann so, das ist jetzt gerade irgendwie, Leute schauen mir dabei zu, wie ich 2 Stunden versage und es gehört ja dazu und die werden das alle selber lange gebraucht haben beim Spielen, aber manchmal wie geht's dir bei sowas? Schrecklich. Ganz schrecklich. Ja, es gab einen Stream da, Bloodborne, Souls-Spiel, da gab's einen Gegner, an dem hing ich 6-7 Stunden hintereinander. Ich hasse sowas. Und es war am Ende, also als der dann tot war, ich bin aufgestanden, ich habe mich in mein Zimmer hingelegt und ich habe gejubelt, das war schön. Aber der Weg dahin, auch für die Zuschauer, nicht nur für mich, sondern dieses, er verkackt schon wieder den sehr offensichtlichen Schlag von links. Ja, genau. Ja. Aha, er lernt nicht dazu. Ja. Und ich sehe es ja selber. Ja. Und dann, Frank, du musst ausweichen. Hm. Ja, wir wissen. Der Gegner stirbt, wenn er 0 Lebenspunkte hat. Geh weg. Aber da ist auch, also bei Souls-Spielen ist Backseat Gaming auch wirklich auf 3000. Ja. Also es ist aber auch, das ist glaube ich ein Zeichen von Leidenschaft einfach. Ja. Also ich bin auch so, wenn ich zumindest bei Freunden auch irgendwie sehe, wenn sie spielen, dann will ich ihnen auch immer erzählen, so, aber hast du das schon? Hast du das schon gemacht? Probier das mal. Mach das oder so. Und ich bin einfach nur aufgeregt dann. Das ist einfach ein Zeichen von Leidenschaft. Ja. Ich glaube nicht, dass das ein Zeichen von ihr probiert so lange ist oder so. Mir war übrigens gerade, das will ich nur kurz anmerken, unsere Community-Managerin, meine liebe Freundin Mary, ich erinnere mich, ich habe damals Funk Stream dazu geschaut, bin beim zweiten Try eingeschlafen und zum Sieg aufgewacht. Schön, auch direkt beim zweiten einzuschlafen. So, er hat ihn nicht das ist gut. Ja. Dann habe ich alles gesehen an der Stelle. Ja. So, und wie versprochen sind wir komplett abgeschweift. Oh ja. Ich meine nicht komplett. Das ist schon noch Themen adjazent. In der Welt der Videospiele. Ja. auf jeden Fall, No Rest for the Wicked. Was denkst du, in welcher Nische wird sich das einsortieren? Also gerade jetzt, wo Diablo 4 und Path of Exile und Last Epoch so koexistieren. Das wird schwierig, also schwieriger finde ich für No Rest for the Wicked, weil es ein reines Singleplayer-Game ist, nicht wahr? Ja. Ja. Und ist es das denn? Es wirkte bisher so, aber... Es wirkte auch auf mich so. Ich glaube nicht, nee. Lieber Chat, such das mal bitte. Recherchiert das mal. Ich meine, das hat Server und irgendwie sogar eine Hubstadt mit anderen Spielern, die man im Server gemeinsam wieder auf... Aber ich will jetzt keinen Unsinn erzählen. Vielleicht habe ich einfach schwach funktioniert. Ja, unser Rechercheassistent im Chat sagt, bei Steam steht Einzelspieler. Ich war mir relativ sicher, das wird irgendeine Multiplayer-Komponente haben. Man muss eine Welt erstellen am Anfang, das aber... Aber vielleicht Multiplayer kommt später. Ah. Ja, also ich war mir relativ sicher, irgendeine Form von Online-Komponente wird es geben. Okay. Gut, dann hatten wir alle drei gleichzeitig recht. Ja, irgendwie schon, ja. Und das passiert ja auch nicht oft. Aber okay, ich glaube tatsächlich, dass das Spiel es insofern jetzt schwerer haben würde als gedacht. Es hat jetzt gerade dieses Fenster verpasst von Diablo 4 ist scheiße, alle wollen was Neues. Ja. Weil erstens gab es das Neue schon, das war Last Epoch. Und die haben richtig profitiert davon, dass Diablo 4 gerade nicht so gut dastand. Und jetzt setzt ja auch Diablo 4 gerade so ein wenig zum Comeback an. Und ich gebe zu, aufgrund dieser Messe kam ich noch nicht dazu, mir den PTA anzuschauen, weil der lief genau diese Woche. Stimmt, die haben einen PTR jetzt aufgemacht. Das heißt, aber ich bin mir absolut sicher, liebe Leute, es sind hier Jesse-Zuschauer im Chat. Könnt ihr mir mal Jessys Fazit in Kurzform geben, wie Diablo 4 jetzt gerade... Ohne die Regenbogenbrille, oder? Ja, genau. Also hier steht, es wird zum Early Access kein Multiplayer haben, No Rest for the Wicked, aber es wird es später geben auf der Roadmap. Ja. Ich sehe auch gerade, Jesse hatte Bock drauf. Ich habe auch, nicht von Jesse, aber vom Rest der Community, also von Jesse-Anhängern quasi, habe ich gehört, dass es sehr, sehr gut ankam. Ja, es waren auch, also sie haben halt jetzt wirklich so einige der Sachen gemacht, die Leute sich die ganze Zeit gewünscht haben, so dass das Itemsystem also einerseits entschlackt wird, aber da wiederum komplizierter und erweiterter wird, wo es das bräuchte, aber nicht mit irgendwelchen Müllaffixen. Jesse sagt, es ist ganz gut, muss aber noch viel gebalanced werden. Gut, aber dafür ist ja PTR auch da, allein, dass sie das wieder machen.
Aber es gab so diese Phase von Diablo-Verwundbarkeit. Und eigentlich dachte ich, ey, voll gut vor No Rest for the Wicked, da können sie genau reinstoßen vielleicht. Aber andererseits ist das Ding auch so anders, dass es vielleicht eh nicht unbedingt, also die klassische Diablo-Zielgruppe will ja kein soulsiges Diablo. Ja. Also die postieren sich schon sehr eigen und die Frage ist ein wenig, wie viele Leute wird das ansprechen? Das war ja, glaube ich, auch, worauf du hinaus wolltest. Mhm. Würde mich auch interessieren, weil eigentlich haben wir ja auch schon die Hardcore-Nische haben wir auch schon, das ist PoE. Mhm. Aber das ist ja Hardcore auf eine andere Weise. Ne? PoE ist im Skilltree Hardcore, das hier ist im Gameplay Hardcore. Ja. Ich finde es schwer einzuschätzen, wie erfolgreich es sein wird. Was denkt ihr? Ich glaube, es wird relativ erfolgreich, weil alleine, ich kann mir gut vorstellen, dass ein... Da ist ja der Jesse! Ach, ist ein Chat. Hallo! Hallo. Hey. Jesse sagt, dass das ganz das sagt er. Hi Jesse, hi, wie geht's dir? Mein Gott, ja okay, wir haben heute auch noch einen weiteren Gast offenbar hier quasi auf der Couch sitzen. Ich werde versuchen, dich, wann immer ich kann, zu zitieren, Jesse. Ich kann nur deinen ganz tollen Dialekt nicht so gut nachmachen. Aber ich kann, aber, kann das, aber versuch kannst es. Du das? Nee, aber du musst es jetzt versuchen. Nee, um Gottes Willen. Ich bin wirklich die letzte Person, der ich vertrauen würde, wenn es darum geht, Akzente und Dialekte nachzumachen. Ich bin wirklich die allerletzte, der ich da vertrauen würde. Ich kann nicht mal meinen eigenen Geburtsdialekt sprechen. Was ist das denn? Berlinerisch. Oh, ja, ich kann ja auch kein Bayerisch. Ja, naja, gut. Deswegen. Aber gut, wir schauen weiter, was Jesse noch zu der Angelegenheit sagt. Ich bin bei dir tatsächlich. Ich glaube, man sollte auch nicht unterschätzen, wie krass gute Optik Leute anziehen kann. Ja. Also auch wenn jetzt irgendwie man nicht super tief in dem Genre drinsteckt, glaube ich, dass viele Leute aus reinem Interesse einfach mal reinschauen werden, weil es einfach aussieht wie ein Kracher. Ja, und auch weil es so nischig ist. Ja. Und ich glaube, es wird auch zumindest auf YouTube eine Menge gute Werbung bekommen durch solche Kanäle wie Iron Pineapple, der sehr viele Souls-Spiele einfach antestet und ein faires Feedback gibt. Und ich glaube dadurch, also das wird ein kleiner Selbstläufer, aber ich glaube nicht längerfristig. Also ich sehe nicht so dieses Season-mäßige oder Content alle paar Monate nachgepatche bei dem Spiel, sondern es ist so ein, du spielst einmal, vielleicht zweimal mit einem anderen Bild und dann spielst du was anderes. Ja. Aber das eine Mal, was du spielst, ist sehr, sehr geil. Ich meine, das ist ja auch kein Problem. Nee, überhaupt also ich meine, jetzt ist ja auch gerade wieder eine Phase, wo echt hoher Bedarf ist an reinen oder fast reinen Singleplayer-Spielen, sag ich mal, so klassische Singleplayer-Erfahrungen ohne großen Service-Ansatz. Da ist der Bedarf ja jetzt gerade wieder enorm hoch und ich kann mir vorstellen, dass das dann gerade wieder Leute anzieht, die sonst nicht so in der Community drin sind und einfach nur einmal irgendwie eine geile Spielerfahrung haben wollen. Ich zum Beispiel, ich bin tatsächlich inzwischen, mich haben Path of Exile und Diablo 4 haben mich erneut gelehrt, und da sind wir, glaube ich, auch sehr anders, wie sehr ich dieses Season-Modell hasse. Was? Ich hab da so keinen Bock drauf. Ich will, also wenn dann halt, ja, jetzt kommt cooler neuer Inhalt, aber du musst einen neuen Charakter machen. Ja, ist geil. Nein, das ist so schlimm. Alle starten bei null. Nein, aber, gemeinsames Rennen. Nein, aber die anderen sind mir ja egal. Was? Was? Mit irgendwelchen... Ich bin dir egal. Oh nein, das habe ich jetzt... also ich würde einfach gerne so... Ich habe doch meinen... Weißt du, bei Diablo, ich habe doch meinen tollen Necro, den ich zum Release gespielt habe und so. Und da würde ich jetzt gern, okay, mit dem noch die Herzen farmen, um ihn zu verbessern in Season 1. Statt, nee, du musst einen neuen machen und den belanglosen 1 bis 50 Content nochmal machen. Aber du kannst Standard spielen. Ja, aber das sind ja oft dann die neuen Inhalte wiederum halt. Die kommen dann 3 Monate später. Ja, das ist ja alles doof. Also ist es FOMO, was dich auch ein bisschen aufhält? Das Fear of Missing Out. Eher, ich will halt nicht Missing Out, also ich würde gerne die Sachen erleben auf die Weise, wie ich sie erleben möchte und nicht mit, du musst dir was Neues machen dafür, weil ich verstehe ja jeden, der halt auch genau diesen Ansatz hat, so das ist voll cool, man hat dann eine Rangliste, fair und sowas, voll also aber ich brauche halt keine Rangliste, mir ist das inzwischen völlig egal. Ich will halt an meinem Charakter tüfteln, genau wie zum Beispiel, weißt du, bei Magic ist halt so, ich habe halt mein Commander-Deck, das ich seit 10 Jahren habe und an dem baue ich immer wieder rum und sowas und ich spiele da nicht unbedingt so Standard-Turnierformate so viel, wo du ständig neue Decks machen musst, weil ich gerne so... Ah, und jetzt kommt mit dem Patch, ist das perfekte neue Item für den Minion-Necro. Ich habe ja schon einen Level 100, mit dem farme ich das jetzt, bis ich's hab. Ich verstehe natürlich den Gedanken, damit wäre ich schneller mit den neuen Inhalten durch. Natürlich, für den Entwickler ist das weniger Engagement. Aber ich persönlich finde dann so ein Spiel, das einmal dann durchgespielt ist, auch voll okay. Und ich hoffe ja sehr, und nach allem, was ich weiß, wird das so sein,
dass Last Epoch tatsächlich zwar schon Seasons hat, aber die Inhalte nicht season-exklusiv sein werden, sondern da ist dann auch diese Rangliste, wenn du was Neues machst, aber du kannst auch im Ewigen Reich alle neuen Inhalte direkt mit deinen alten Charakteren spielen. Und das fände ich geil. Gut, okay. Aber jetzt kommt das Gegenplädoyer, ich sehe schon. Entschuldigung, ich sehe gerade, die Regie hat uns Jesse zugeschaltet. Das ist ja fantastisch. Jesse hat übrigens auch gerade gesagt, Frank muss mal Maurice wachrütteln, dass er versteht, was so geil an der Season ist. Ja, Jesse ist ja auch so ein Hardcore-Season-Grinder. Ja. Ich habe da auch großen Respekt davor. Bei mir Jesse ist heute unser Außenreporter. Ja, also Maurice, ich verstehe und akzeptiere und respektiere deinen Punkt, aber ich finde ihn beschissen. Ja. Okay, dann kommt raus. Okay. Es ist, also nein, ich mag das aber, wenn alle wieder bei Null anfangen und du hast zum ersten Mal wieder seit 3 Monaten oder wenn du eine Season überspringst, seit 6 Monaten auch dieses Chase-Gefühl. Du hast so den Bild im Kopf, den du spielen willst für deinen Charakter und dafür musst du die Gegenstände bekommen. Und jeder Gegenstand ist dieses kleine Schrittchen auf der Treppe, die Siegertreppe nach oben. Und du arbeitest dich wieder voran, du hast dieses Progression-Gefühl. Mhm. Und das ist was Schönes. Und wenn ich irgendwann einfach nur einen fertigen Charakter habe, dann ist es wie durchgespielt. Das will ich nicht. Da will ich lieber wieder quasi von vorne anfangen, gucken, wie weit komme ich diesmal? Mhm. Komme ich schneller dahin? Komme ich sogar darüber hinaus? Entdecke ich was völlig Neues? Mache ich einen total krassen anderen Charakter? Und das mag ich mehr. Und auch dieses den Gegenstand finden, der sehr viel wert ist, der dir vielleicht gar nichts bringt, aber den kannst du teuer verkaufen. Für ganz viele Gegenstände für dich. Bei mir ist es tatsächlich aber wiederum so, dass ich es dann cool fände, weil ich fange schon auch gerne neue Charaktere an. Gerade jetzt bei Last Epoch zum Beispiel, wo es so viele geile Builds gibt, dass ich irgendwie für jeden, immer wenn ich einen Charakter spiele, entdecke ich schon nur mit dieser Subklasse, das wird mein nächster Build, nur mit Rune Master, aber dann mit Feuer oder sowas, weil ich gerade merke, das ist sicher auch geil. Und bei mir ist dann eher so, ich finde halt dann diese ganzen Items schon für andere Charaktere und denke mir, aber geil, in einem Monat komme ich zurück und dann ist meine Truhe voll mit geilen Rogue Legendaries. Aber dann weißt du nicht mehr, was du abgelegt hast. Ja, aber das aber im Season-Modell ist halt, du fängst in 3 Monaten in der neuen Season an, diese Items sind dann alle für immer quasi unbrauchbar, weil die liegen in einer Truhe bei einem Charakter, wo die neuen Spielmechaniken nicht drin sein werden. Und deswegen finde ich halt bei Last Epoch zum Beispiel, ich hoffe, es wird halt so sein, dass wenn die erste Season beginnt, dann werde ich mir einen neuen Charakter machen, werde in meine Truhe gehen und sagen, okay, der hat schon so viel geiles Zeugs und dann geht's los und ich gucke mir die neuen Season-Mechaniken mit dem an. Glaubst du, so eine Season-Mechanik funktioniert besser bei Leuten, die, ich sag mal, mehr Zeit haben und nicht irgendwie wie der normale Mensch nur 4-5 Stunden in der Woche fürs Zocken Zeit hat? Ich glaube, sie funktionieren vor allem unabhängig von der Zeit bei Leuten am besten, die halt sehr gerne sich richtig hart auf ein Spiel konzentrieren. Mhm. Und ich bin tatsächlich jemand, also zum einen von Berufswegen, weil mein Job ja auch ein wenig so ist, die Spielebranche als Ganzes irgendwie auch zu beobachten, aber auch so von meinem Wesenstypus her, im Gesamtkontext eine geringe Aufmerksamkeitsspanne. Mhm. Also ich springe gerne zwischen Spielen und immer wieder was Neues. Und ich habe auch gemerkt, in meinem Fall, das ist auch sowas bei mir auch vom Inhalt, was die Zuschauer gerne mögen. Die wollen lieber jeden Tag eine neue lustige Empfehlung, statt wir spielen jetzt Witcher 3 100 Stunden durch oder sowas. Ja. Ich respektiere total, viele Leute sind anders. Es gibt dann Leute wie Jesse, die wirklich Bock haben, jede neue Season bei Diablo und tausende Stunden, du mit Path of Exile. Dann gibt es Leute wie Divi, die zum Beispiel halt, wenn so ein neues Singleplayer spielt, wir spielen das jetzt im Stream so richtig durch, 24 Stunden am Stück oder sowas. Der Typus Spieler bin ich gar nicht. Mhm. Bei mir ist eher so, okay, mal das und dann gehe ich auch dahin wieder zurück und sowas. Ja. Und dann ist das, deswegen ist auch, warum ich nicht mehr so viel Path of Exile spiele, obwohl ich es gespielt habe, als es noch 2 Akte nur hatte damals. Wow. Weil es inzwischen so ein bisschen für mich so, ich respektiere es, es ist toll, aber es ist nicht mehr unbedingt für meinen Spielertypus. Mhm. Aber was du beschreibst mit den Seasons, was für dich die Faszination ist, pass auf, jetzt kommt wieder ein kruder Geraldine-Vergleich, den ihr alle so mögt. Ist das nicht eigentlich... Wie Oblivion. Wie Oblivion? Anno 1800? Der hat sich hier, der hat schon alles... Ich bin vorbereitet. Ist das nicht im Grunde wie Anno 1800 und Oblivion vermischt? Nee, aber danke, du verstehst mich. Ja, ich verstehe. Du kennst mich gut. Ich wollte sagen, ist das nicht im Grunde auch das, weil wir vorhin über Hades gesprochen haben, die Hades-Faszination, aber bei Hades halt extrem klein konzentriert auf diese einzelnen Runs für die Leute, die wenig Zeit oder Aufmerksamkeit haben. Im Grunde ist das, oder? Ja, das ist einer der Gründe, warum Hades so toll ist, finde ich. Ja. Weil hattest du die Season-Erfahrung aber extrem klein konzentriert?
in kurze Häppchen. Ich finde, Hades ist auch eines der ersten Roguelikes. Also ich mag dieses Genre eigentlich gar nicht, weil das hat halt auch wieder, da ist es mir wiederum tatsächlich im anderen so zu sehr, okay, du musst 10 Runs machen und du nimmst überhaupt nichts mit, aber du hast dann am Ende mal 5% mehr Leben jetzt für die nächsten 10 Runs oder sowas. Aber Hades, dadurch, dass diese Götterbelohnungen jedes Mal so cool und auch so sichtbar sind, dass es wirklich jedes Mal Spaß macht, sich den Bild zu craften. Und wir reden auch mit dir. Ja! Das ist so geil. Und sind alle auch so cool, cool designed. Und dann hast du aber wirklich so Sachen wie halt, dass die sind halt auch einfach cool, diese Boni, dass du wirklich, okay, du wirfst jetzt mit jedem Angriff Blitze. Hm. Das ist halt was anderes als, okay, da ist mal 10% mehr Schaden, sondern es fühlt sich auch wirklich jedes Mal sehr anders an. Sie haben das, finde ich, wirklich echt gut hingekriegt, was Geraldine genau sagt, dass du so diese Erfahrung, einen ARPG-Charakter zu bauen, so in einer halben Stunde hast. Mhm. Dann den nächsten. Genau. Super motivierend. Ja. Der Chat sagt gerade, für die nächste Fingerausgabe brauchen wir ein Geraldine-Bingo. Ich bin sehr offen für. Ja, ja. Ich bin sehr gespannt, was da drin steht. Ich bin sehr offen für Vorschläge. Also ja, Oblivion und Anno 1800-Vergleich ist natürlich gesetzt, aber wer weiß, was ich sonst so mache, was mir gar nicht bewusst ist. Es wird auf jeden Fall, ich werde sehr selbstbewusst sein nach diesem Bingo. Ich wollte gerade sagen, das ist sehr gefährlich. Ich werde danach nichts mehr machen, aus reiner Angst, dass irgendjemand jetzt Bingo gewinnt. Das ist so ein bisschen, das ist als jemand, der viel vor der Kamera ist, ist das relativ interessant, weil irgendwann merkst du, dass Leute Sachen kommentieren, machst du schon wieder das, wo dir gar nicht, was war das bei dir, Frank, hattest du das schon mal, dass Leute an dir Gewohnheiten beobachtet und irgendwann sogar gemimt haben, wo du nicht mal wusstest, dass du sie hast? Ja. Ja, da gibt's einiges. Ja. Aber ich sag euch nicht, was nee, aber ist. Sprüche vor allen Dingen. Also bei mir sind es mehr Sprüche, die ich falsch gelernt habe. Oh. Oder mir falsch selber beigebracht habe. Das wäre zum Beispiel der Schrebergarten. Mhm. Und ich dachte mein Leben lang, das heißt Schrebergarten. Also Streber. Ja. Von strebsam. Weil die kümmern sich sehr strebsam um ihren Garten. Aber es heißt nicht Strebergarten, sondern Schrebergarten. Ja, gut. Aber ich meine, wenn wir jetzt so offen über solche Sachen sprechen, ich schwöre, wir kommen gleich zurück zu ARPGs. Nee, damit du dich besser fühlst, kann ich dir sagen, dass eine Sache, ich weiß, dass sie falsch ist, sie fühlt sich nur für mich richtiger an. Ja. Dass ich nicht sage Bedrohlie, sondern, nein, andersrum, Bedrohlie, sondern Bedrohlie. Bedrohlie, das klingt und aber auch finde, geil. Es Bedrohle. Ist eine bedrohliche Situation. Finde ich geil. So. Es ist eine Bedrohlie. Siehst du, jetzt habe ich es direkt falsch gesagt. Es heißt natürlich jetzt Bedrohlie. Jetzt habe ich das drin. Dankeschön. Siehst du nämlich allen Leuten, denen ich das sage, fangen auch damit an. Es klingt viel besser. Es klingt viel besser. Ja. Bedrohlie. Jetzt hast du ihn angesteckt. Die bedrohliche Situation. Auf einmal klingt Bredouille wie eine Bouillon. Klingt völlig falsch. Ja. Fühlt sich nicht richtig an. Was ist das? Aber Next Level ist dann, du musst halt dann irgendwann auch, genau was du sagst, man muss dann embracen. Ja. Man muss halt dann einfach dazu stehen. Ich habe jetzt in meinem Fall, irgendwann wurde sehr klar, dass ich sehr oft sehr unbeeindruckt wow gesagt habe. Wow. Ich habe gesagt, dann machen wir das doch jetzt als Emote einfach. Und ich bin sicher, ein paar Leute haben das hier. Pass doch mal in den Chat, das Maurice Wow Emote. Ich weiß, hier ist irgendwer, der es hat. Auf jeden Fall. Das ist fantastisch. Genau, da haben wir es. Wow. Ich sehe übrigens viel Zustimmung im Chat für Bedrohlie. Ja, Bedrohlie klingt wirklich nach einer schönen Blume, eine gefährliche Blume. Ich glaube, ich habe da jetzt was losgetreten. Das wäre schön. Und du hoffentlich mit dem Strebergarten, weil das ergibt auch Sinn einfach. Ja, die sind strebsam. Es ergibt einfach Sinn. Ja. Ich wollte noch, bevor wir haben gar nicht mehr so viel Zeit, wir können ja noch mal kurz über ARPGs reden. Ich weiß, aber das für ein Thema, noch nie wir gehört. Wir doch jetzt über ARPGs auch ein bisschen es stimmt geredet. Eigentlich, wir können auch mehr über Wörter reden. Ja. Naja. Aber ich wollte dich, wo wir dich schon mal hier haben, weil du bist jetzt anscheinend wirklich einer der größten, ich meine, du sagst, du bist erweiterter Anfänger, aber schon einer der größten Path of Exile-Experten, die ich kenne. Okay. Du kennst sehr wenige Leute. Wunderbar, ja. Offenbar lebst du alleine auf einer Insel. Nun gut. 6000 Stunden. Dann haben wir doch schon mal ein bisschen. Mein Gott, also wirklich. Ich wollte von dir wissen, weil wir jetzt darüber auch gesprochen hatten, dass Diablo jetzt so ein bisschen aus dieser Phase rausgeht, wo man noch angreifen kann, die Last Epoch perfekt genutzt hat. Ja. Also die haben wirklich die Lücke gesehen und gesagt, da springen wir rein. Und Path of Exile wird jetzt mit Path of Exile 2 sehr weit weggehen von Diablo, oder? Also mehr als man erwartet hat. Da bringen sie jetzt viel neue Sachen mit auf den Tisch. Ja, also sie wollen ja auch, so zumindest scheint es mir, das Spiel auch ein bisschen verlangsamen. Also weil jetzt gerade in Path of Exile 1 ist so das Motto Zoom.
Also du gehst so schnell wie möglich durch eine Map und wenn es irgendwo Ding macht, dann ist irgendwo ein teurer Gegenstand gefallen, den sammelst du auf, zack, nächste Map und das immer wieder. Es sieht so aus, als ob Path of Exile 2 ein bisschen langsamer werden wird. Aber es sieht nicht so aus, als ob es einfacher werden wird. Mhm. Und ich glaube, dass sich die Entwickler Grinding Gear Games sehr auf ihren Status ausruhen, dass das Spiel was für solche Nerds ist. Oder für solche Leute, die sagen, oh, das ist wie ein Studium und man muss den Talentbaum fühlen, um ihn zu verstehen. Werde der Talentbaum. Ja, ich wollte auch gerade. Es gibt drei verschiedene Talente. Nein, du hast es gut gemacht. Nee, ich nehme es nochmal zurück, sag du es nochmal. Nein, fang, mach jetzt weiter. Nicht mehr. Nee, jetzt. Also einer dieser drei Talentbäume auch. Ja. Und ich glaube, darauf ruhen sie sich aus, weil das macht sie auch so exklusiv, dass sie dieses schwere Spiel sind, dieses Dark Souls unter den ARPGs, so vom Status her. Ja. Wenn man damals gesagt hat, so hast du schon Dark Souls gespielt oder Demon Souls, oh, das ist so schwer. Mhm. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, das finden sie selber geil. Ist mein Empfinden. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Vielleicht überraschen sie mich auch mit Path of Exile 2 und das wird endlich mal einstiegsfreundlich oder anfängerfreundlich. Aber das ist die größte Hürde, weil ich habe ganz oft, wenn ich das Spiel spiele, Leute bei mir im Chat, die sagen, ich verzweifle am Anfang. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ich sterbe nur, es ist doof, ich würde gern Spaß haben. Kannst du mir helfen? Und ich kann nur sagen, guck dir Guides an. Das ist so leider das Einzige, was ich sagen kann. Guck dir Guides an. Mhm. Lies, was du machen musst und viel Spaß. Hey, ich finde, eine Sache dabei ist vor allem, wie sehr Path of Exile auch inzwischen, weil du das Wort auch sich drauf ausruhen benutzt hast, sich darauf verlässt, dass Leute Third-Party-Tools benutzen. Mhm. Das finde ich mit einer der krassesten Sachen. Das finde ich einer der größten Fortschritte, die Last Epoch gemacht hat. Oh, der Item-Filter. Dass der Item-Filter, du kannst ja auch welche runterladen und du kannst den auch relativ gut selber zusammenklicken. Du hast das Trading komplett in-game. Es gibt wohl noch Probleme. Neulich gab es einen Gold-Exploit und sowas. Alles nicht perfekt. Aber da sind halt viele Sachen drin und du brauchst auch keinen Bildplaner oder sowas, weil das ist schon alles so gebalanced, dass du erstmal dir was zusammenklicken kannst und es wird, du kannst, glaube ich, bei Last Epoch, musst dich schon sehr blöd anstellen. Sorry, wenn jetzt jemand im Chat ist, der interessiert ist, dass du in eine Sackgasse kommst. Und selbst dann kannst du respecken. Ja. Und für mich ist auch die spannendste Frage bei PoE 2, kriegen sie es hin, einerseits natürlich nicht das im Late Game zu verlieren, diese Faszination des Tiefgangs, die sie haben, aber vielleicht ein bisschen so, dass mehr Leute reinkommen. Ja. Ein paar Sachen haben sie aber auch schon angekündigt, die mich sogar überrascht haben. Zum Beispiel wird es einen Respect mit Gold geben in PoE 2 und nicht mehr mit dieser eigenen Währung, die du ja wohl, wie ich verstehe, schon im Late Game dir ertraden konntest, bergeweise. Aber wenn mir das immer Leute als Argument gebracht haben, warum es doch Einsteiger von ich sage, Leute, wenn du einem Einsteiger sagst, ja, du kannst respecken, aber du musst mit dem Trade-System interagieren. Und du brauchst erstmal die Currency, also die Währung dafür. Und es gibt nicht einfach Gold, sondern du tauscht halt den Orb gegen den Orb und so. Leute, das ist nicht einsteigerfreundlicher Respec. Da könnt ihr mir noch so oft sagen, ich habe im Late Game 100 Respec-Punkte, wie ich will. Ja, das hilft, wie gesagt, dem nicht, der bei Funk in den Chat kommt und sagt, ich sterbe im ersten Akt, hilf mir. Ja. Leider. Und da bin ich sehr gespannt drauf, weil gleichzeitig hat natürlich aber Path of Exile auch ja diesen Ruf zu verlieren, dass sie dieses Hardcore-Spiel nennen und wollen das ja wahrscheinlich auch weiterhin sein. Ich glaube, also davon bin ich überzeugt. Ja, ich glaube, das muss man dann auch einfach umarmen, embracen, dieses Standing, was man hat, weil man ja einfach seine Nische irgendwie bedienen muss. Und ich glaube nicht, dass sie noch an den Punkt kommen werden, wo die Leute sagen, mein Gott, Path of Exile, das ist doch das, was so einsteigerfreundlich ist. Ja. Das heißt, alles, was du machen kannst, ist einfach auch in die Windböe reinzusteuern, sagt man das so. Ich sehe gerade auch, wir haben nochmal, ich höre was von unserem Außenreporter Jesse Rocks. Ich weiß nicht, ob die Regie nochmal kurz hochscrollen kann, dass ich den Kommentar von Jesse vorlesen kann zu Path of Exile. Oder irgendwer kopiert ihn nochmal. Oder irgendwer kopiert ihn nochmal, weil er wirkte fachlich versiert. Auf jeden Fall. Jesse ist immer fachlich versiert. Von unserem fantastischen, da ist er nochmal kopiert, dankeschön. PoE 2 wird zu hart für die breite Masse. Ich wurde von Josh Roberts auch ausgelacht, als ich die Demo gespielt habe von PoE 2, nur 2300 Stunden den ersten gespielt habe. Einfach wird PoE 2 nicht einsteigerfreundlich, auch nicht. Ja. Da kann man schon mal ausgelacht werden, Das ist schäbig, Es sind auf jeden Fall mindestens 3000 Stunden weniger als du. Ja. Das ist schwach. Das ist sehr, sehr schwach. Ja. Wovor ich aber Angst habe, wenn Path of Exile 2 rauskommt, sie werden ja das Season-Thema weiterhin beibehalten. Path of Exile 1 wird alle 3 Monate eine neue Season bekommen, Path of Exile 2 auch. Im Abstand von 1,5 Monaten. Das wird schrecklich. Da bin ich aber auch ehrlich gespannt drauf, wie lange sie das durchziehen und wie sehr sie sich da gegenseitig Konkurrenz machen. Ja. Also aktuell sagen sie recht optimistisch, wir machen einfach beides weiter.
Sind ja auch zwei verschiedene, also Studios im Studio. Genau, aber wird trotzdem interessant, wie das, da gibt es ja so viele mögliche Ergebnisse. Es könnte sein, vielleicht das Zweier floppt und alle gehen zum Einser zurück, kann passieren. Ja, ja. Kann sein, dass das Einser irgendwann so wenig hat, dass es sich gar nicht mehr lohnt und sie doch sagen, okay, jetzt konzentrieren wir uns voll auf das Zweier. Ich habe mehr Angst davor, dass ich ausgebrannt werde, dass ich zu viel dann von dem habe. Ja. Und mir denke, ich brauche jetzt ein Puzzlespiel, ich brauche Bejeweled oder so. Ja, das, oder, ich meine, aber es gibt ja auch Beispiele, wo das, zumindest von den Spielerzahlen her, zum Beispiel Civilization werden immer irgendwie mehrere alte Teile gleichzeitig noch recht viel gespielt, aber das kann ich mir gut vorstellen. Und dann stell dir mal vor, du bist auch noch Diablo-Fan und hast auch noch jetzt zwei Diablos. Ja, Diablo 3 kriegt ja auch noch Seasons. Ja. Da werden sich Leute mehr entscheiden müssen. Das stimmt. Aktuell ist ja oft so, okay, ist doch super, wenn gerade PoE nichts hat, hat Diablo was und jetzt vielleicht noch Last Epoch dazwischen. Wenn wir jetzt zwei PoEs haben, plus Last Epoch, plus zwei Diablos, die regelmäßig Seasons bringen, werden sich viele Leute mehr entscheiden müssen. Ja. Das stimmt. Ja. Vor allem, ich meine, du bist ja auch Variety-Streamer. Mhm. Ist das dann eine Phase, in der du überhaupt noch was anderes spielen wirst? Oder? Für 3-4 Tage immer, nein. Mhm. Weil das embrace ich dann wiederum, so wie ich davor meinte, dass die Entwickler des Spiels ihren eigenen Status da embracen. Ich embrace dann, wenn eine neue Season rauskommt und ich fall voll rein und liebe es und versumpfe. Und das dann sind dann wieder diese Momente wie damals als 14-Jähriger das Wochenende durchmachen, wenn die Eltern weg sind. Und genauso versupft und versifft. Sitze ich dann auch zu Hause und zum Glück gibt es kein Geruchsinternet in den Fällen, das ist gut, aber das liebe ich sehr, ja. Deswegen glaube ich, wird für mich das erstmal schwierig, mich daran zu gewöhnen, alle 1,5 Monate dann das so zu machen oder ich werde weiterhin nur ein Spiel spielen von beiden, das kann auch sein. Aber denkst du, man wird wirklich viel verpassen, wenn man mal eine Season auslässt? Nein. Das Einzige, was du verpasst, ist, warst du da nicht dabei, war eine geile Season. Aber die nächste wird auch gut. Also das ist wirklich das Einzige, was du verpasst. Ja. Und vielleicht musst du so ein bisschen Patchnotes nachholen, was irgendwie neu hinzugekommen ist. Aber du verpasst jetzt nichts, wo du sagst, ja scheiße, ein permanenter Gegenstand, den ich nie wieder bekommen kann. Ja. Das wird nicht passieren. Ja gut, immerhin. Also man macht sich nur selbst Stress im Zweifel. Ja, das FOMO halt. Wie immer, ja. Ja. Es wurde noch ein Sache im Chat gesagt, wo ich glaube ich gegensteuern möchte, weil es immer wieder gerne kommt. Path of Exile, super Spiel, auch wenn es nicht mehr ganz für mich ist. Aber es wird, glaube ich, auch überschätzt. Jemand hat vorher geschrieben, Path of Exile 2 wird Diablo begraben. Never ever. Oh nein, die hören auch nicht auf. Ja, die hören nicht auf. Ja. Und also mal abgesehen davon, dass man sowieso Spiele nicht gegeneinander ausspielen muss, es ist natürlich schon auch für uns als Industriebeobachter stellt sich natürlich klar die Frage, so wird das eine Spiel dem anderen was abgraben oder sowas. Natürlich. Aber ich glaube, Leute unterschätzen den Behemoth, der Diablo ist, einfach so massiv. Wenn wir uns erinnern, wie viel das irgendwie 666 Millionen eingespielt nach ein paar Wochen oder sowas. Ja. Path of Exile hat gut gewollt 300.000 bis 400.000 Steam-Spieler-Peak. Ja. Ich garantiere euch, Diablo 4 zum Launch hatte auf Battle.net signifikant mehr als das. Oh ja. Diablo ist auch so eine Marke. Ich spiele es ja selber gerade nicht mehr. Diablo 4 hat mich ziemlich verloren mit seinen lahmen Seasons. Mm. Natürlich werde ich zum Add-on wieder reinschauen. Und natürlich werde ich auch zu einem Diablo 5 wieder reinschauen. Der Zug, dass ich jemals sage, oh, es gibt ein neues Diablo-Spiel, es interessiert mich nicht, der ist abgefahren, als ich 10 war. Okay. Das wird einfach nicht mehr passieren. Also ich glaube, sowas wie Diablo, es kann seine Tiefpunkte haben und sowas, aber es ist so im Gaming-Kosmos verankert, dass vor allem so ein Hardcore-Spiel wie Path of Exile schwer, glaube ich, an den Punkt kommen kann, wo man sagt, okay, Diablo ist jetzt weg, weil alle Diablo-Fans nur noch PoE spielen. Du musst aber doch auch überhaupt nicht Platz 1 sein, um gut überleben zu können. Also wenn ich das mal kurz mit Streamern vergleichen darf. Papa Platte hat die allermeisten Zuschauer, aber deswegen geht's doch Monte nicht schlecht. Oder Gronkh oder mir oder dir. Sondern wir haben ja trotzdem... Wie tief du runtergehst. Gronkh nicht schlecht, der mit seinen traurigen 20.000... Ganz der Arme. Nicht ganz so viel hat. Mann. Nee, aber, du weißt aber, was ich meine. Absolut. Das sollte auch gar kein Diss gegen Path of Exile sein, dass er extrem erfolgreich ist für das, was es ist. Genau. Und wie komplex es ist. Aber es wird, glaube ich, trotzdem gerne überschätzt, als es spielt schon auch... in einer Publikumsliga mit Diablo 4,
ich glaube schon, dass POE 2, wenn sie es richtig anstellen, ein ziemlicher Sprung nochmal sein kann, ja, weil es auch nochmal viel geiler aussieht. Ja. Unterschätzt man auch gerne, aber das ich war überrascht. Sehr viele also Leute man sieht es jetzt hier gerade, was für ein geiles Wuchtgefühl. Wie cool sieht das? Guckt euch das an. Mhm. Das ist schon geil. Also, mich spricht es zum Beispiel nicht an. Was? Ja, komischerweise. Das ist aber seit den ersten Bildern, die ich von Diablo 4 gesehen hatte, dachte ich mir, catcht mich nicht. Und ich kann nicht mal sagen, so das ist hässlich. Aber das ist ja PoE, was du hier gerade siehst. Hier, dein Spiel. Also das ist auch hässlich. Pass auf, Exile ist super hässlich. Aber wirklich, oh mein Gott. Nein, wirklich, das ist kacke hässlich. Und es ist wirklich schwer auseinanderzuhalten. Ich meine, ja, sie haben alle die gleichen, ich weiß nicht, wie gibt es da einen fachlichen Begriff für? Die gleichen. Ich find PoE 2 sieht gut aus. Finde ich halt gar nicht. Aber okay, das ist ein Geschmäcker. Völlig legitim. Vielleicht habe ich einfach keinen Anspruch. Nein. Ja, du hast mich eingeladen. Nun, okay. Jetzt bin ich gespannt, was der Chat... Ich hätte gedacht, der Chat jetzt voll ausrastet. Wenn du hier. Ich habe dich eingeladen. Also das würde ich dann eher auf meinen Geschmack beziehen im Zweifel. Da würde ich jetzt nicht... Da würde ich keine Rückschlüsse... Okay. Oblivion, genau. Da würde ich keine Rückschlüsse ziehen. Und du weißt ja, dass Oblivion das beste Elder Scrolls ist. Sag ja. Oh mein Gott. Dafür brauchen wir einen eigenen Talk. Wir bleiben einfach sitzen, würde ich sagen. Jetzt bin ich völlig raus. Entschuldigung. Ich war gerade abgelenkt davon, dass ich es lustig fand, dass die tatsächlich manchmal nicht so gut auseinanderzuhalten sind, wenn man sie sieht. Muss aber wirklich sagen, dass inzwischen, ja, wenn du hintereinander in so einem Talk sehr schnell Footage von, ich hatte neulich, habe ich Axel ein Video schneiden lassen, auch zu ARPGs. Und ich musste bei manchen Stellen ihm nochmal Feedback geben, das ist aber schon wirklich Last Epoch, ne? Du hast da nicht versehentlich mal so extra reingeschaut. Ja, natürlich, Maurice, ist das Last Epoch. Ich kenne die doch alle. Ja, okay, gut, ich war mir jetzt nur selber gerade. Ja, die haben halt auch das gleiche Interface. Ja, und allem. Ja. Da hätte ich auch noch was ich dich gern fragen würde, ja. Maurice oder auch gern dich. Mhm. Findest du auch, es gibt alte, archaische, archetypischen Sachen in ARPGs, die mittlerweile auch gerne weg dürfen? Weil ich möchte gern den Erfahrungspunkteverlust beim Tod ansprechen. Das ist etwas so Altbackenes. Etwas, was mich... Ich habe es nämlich auch gerade im Chat gelesen und ich kann da nur zustimmen. Das ist etwas, was mich so aufregt und mich in meiner Spielart und Weise behindert. Weil mal angenommen, ich bin Stufe 96 und ich habe 50% der Erfahrungspunkte zu Level 97, dann spiele ich komplett anders. Weil ich habe die ganze Zeit Angst, dass ich jetzt sterben könnte. Also mache ich keinen großen Boss. Ich mache keinen gefährlichen Content, sondern ich fahre die sichere Schiene. So lange, bis ich endlich das Level up habe und dann erst mache ich die Bosse. Okay. Und so spiele ich auch Souls. Ja, und das ist schrecklich. Ich hasse das selber. Genauso spiele ich Souls-Spiele. Ich muss immer erstmal alle Punkte abgeben, bevor ich mich was Größeres traue. Ja, genau. Ja. Also es gibt da, glaube ich, durchaus, ich glaube, es ist sowieso ein sehr archaisches Genre. Ja. Wenn man sich mal überlegt, dass wir feiern jetzt bei Last Epoch so gewisse Innovationen und man denkt so, das hätte auch schon wirklich ewig kommen können, aber selbst Last Epoch hat ja noch, also es ist schon sehr oft einfach, aber der Fairness aber auch Business, das, was wir ja wollen, wir nehmen immer so das gleiche Template und prägen es so ein bisschen in verschiedene Richtungen aus, mehr als bei den meisten Genres eigentlich, also Path of Exile, Diablo und Last Epoch unterscheiden sich viel weniger, als zum Beispiel verschiedene Shooter sich unterscheiden können, weil es halt doch, also als ich zum Beispiel, was weiß ich, ein Bioshock oder ein Borderlands unterscheiden, um ein ganz blödes Beispiel zu nehmen, weil es schon in gewissen Bahnen sehr drin ist. Es wurden auch ein paar Sachen gerade genannt, wie Town Portal und Schriftrollen der Identifikation und so Zeugs. Ja, sowas Altes, ja. Manche Sachen ist ja, ich glaube, Last Epoch hat zum Beispiel keine Identifikation mehr, Town Portal hat es noch. Ja. Ich bin mir gar nicht sicher, welche Sachen das sind, aber man denkt sich, da ist zum Beispiel wieder sowas wie No Rest for the Wicked ganz interessant, dass wirklich mal sagt, ich nehme das mal und krempel aber wirklich ein anderes Gameplay bisschen drüber. Ja, genau. Aktiveren Actionkampf mit Ausdauer und sowas. Ja. Das trauen sich recht wenige Spiele in dem Genre. Mhm. Vielleicht aber auch Spieler sagen immer oft, sie wollen Innovation und wollen sie dann doch nicht. Ja. Und machen dann damit auch teilweise ihre eigenen Genres so ein bisschen. RTS ist auch so ein Beispiel, wo immer gesagt wird, wenn es nicht wie H2 oder Warcraft 3 oder StarCraft 2 ist, ist es scheiße und so. Ja, kein Wunder, dass das Genre stirbt. ARPGs geht es besser als das, aber ich würde mich würde auch mal interessieren, wie es aussehen kann, wenn wirklich jemand mal irgendwie sagt, wir denken das Genre mal ein bisschen von den Basics auf neu und behalten so dieses Looten, Leveln vielleicht bei, aber gucken mal, was geht vielleicht auch anders. Ich glaube dafür, also ich als Entwickler hätte aber davor Angst, weil dieser Markt zu gefestigt ist. Und es zu viele auch Spieler wie mich gibt, gebe ich gerne zu,
die dazu sehr eingeeicht sind auf ihre alten Systeme. Mhm. So, ich habe letztens Dungeon Siege 2 mal wieder gespielt, oder Dungeon Siege, ja doch, Dungeon Siege 2, und da war der Lebensbalken diese Fiole. Ja, stimmt, das ist ganz schlimm. Das, für mich war das so, wie soll ich denn erkennen, wie viel Leben, ich kann nicht nebenbei, und ich habe das früher geschafft. Ja, es irgendwie. Ist keine Kugel, wie kann ich das denn? Ja. Da muss man doch so eine Volumenrechnung dann machen und sagen, wenn ich das jetzt dreidimensional mir vorstelle und das Volumen des Zylinders oben abziehe und durch drei und dann, ist das denn das, sterbe ich? Bin ich tot, oder? Okay. Ja. Ich gebe zu, da irritiert mich auch Grim Dawn jedes Mal, dass ein bisschen ein anderes Interface hat. Nein, das ist doch nicht, wo ist meine linke und rechte Kugel? Ja. Das ist nicht, wie diese Spiele auszusehen haben. Ich glaube, solche neuen Spieler im RPG-Genre würden sich an Menschen wie mir ein bisschen die Zähne dann ausbeißen, weil ich würde sagen, nee, ich brauche das so, wie ich das gewohnt bin, weil ich das mittlerweile seit Jahren so spiele und ich kann mich, also ich, zumindest in meinem Alter, 25, kann mich da kaum noch irgendwie an was Neues gewöhnen. Mhm. Aber vielleicht liege ich da auch sehr gerne falsch und sie müssten einfach mutig sein, mit was Neuem kommen und die neue Gamer-Generation. Aber ich meine, der Fall ist aber, solange es halt natürlich funktioniert, was es ja tut, es gab halt, glaube ich, lange Zeit gab es ja sehr viel irgendwie Raum, dass mal jemand kommt und was Geiles macht in dem Bereich. Mhm. Jetzt sehen wir gerade wieder, es kommt ein so Action-RPG in der klassischen Version raus nach dem anderen und wir feiern sie alle. Ja. Also gerade braucht man es ja auch. Ich meine, ich mag ja auch, Last Epoch hat einige Innovationen, aber schon im Kern ist es ja immer noch sehr Diablo. Ne? Die Innovationen sind wirklich immer eher so am Rande der Spielmechanik. Aber wir feiern nicht wirklich alle, wenn du dich an Wolzen erinnerst. Ja. Tut mir leid, das erwähnen zu müssen. Ja, es war schade. Ja, es war einfach wirklich schade. Das hatte echt viel Potenzial. Ja, das fand ich wirklich aber schade. Aber das war dann auch die Schuld der Entwickler, dass sie es am Ende einfach kaputt gemacht haben. Ja. Ja. Ich bin in Rage gerade. Ich bin in völliger Rage. Man merkt. Ja, man sieht es mir an. Ich kann mich überhaupt nicht zurückhalten. Ein Sturm der Emotionen. Ein Sturm der Wut bricht in mir aus. Eine Petrolie wirklich bahnt sich gerade an, weil wir am Ende unserer Zeit sind. Und ich habe das Gefühl, das ist so diese Art von Gespräch, die würde kein natürliches Ende finden. Ne. Weil wir würden einfach weiterreden und dann wäre halt irgendwann übermorgen. Irgendwann müsste jemand aufstehen und sagen, so, gute Nacht. So. Ja, man muss einfach gehen. Man braucht das so. Nee, irgendwann kommt dann jemand und sagt, Leute, die Messe ist jetzt frei. Die macht jetzt frei zu. Ne? Dann sagen wir, ganz kurz noch, wir wollten hier noch die Sache über Oblivion, wollten wir noch kurz sprechen. Stimmt, ja. Weil ja. Ich meine, wir haben wirklich über alles Wichtige eigentlich geredet heute. Der Chat sagt, Geraldine, beruhige dich. Naja gut, ich versuch runterzukommen. Es tut mir leid, dass ich geschrien habe. Wir haben über alles Wichtige geredet. Über Oblivion, über Anno 1800, über Schrebergärten. Wir haben gesprochen über Petrolien. Wir haben alles Wichtige gesagt eigentlich, oder? Die wichtigsten Sachen. Maurice? Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon, oder? Die essentiellen Themen sind abgehakt. Ah, der Chat fragt, habt ihr Pharao angesprochen? Nee, danke fürs Erinnern. Pharao haben wir hiermit auch alte angesprochen. Das alte war großartig. Das alte, nee, nicht das Total War Pharao, das Original. Ja, das ist super. Ja. Das ist toll. Das ist ganz toll. Siehst du, und so gehen wir mit einem richtig tollen Gefühl aus diesem Talk raus. Ich bin so froh, dass wir diese Runde hatten, ihr zwei. Ja. Das war ganz, war ganz sehr schön. Ja. Hat sich deine Meinung vom Anfang des Interviews geändert, wo ich meinte, ich frage dich am Ende nochmal? Kein bisschen. Ich finde, du hast das wirklich sehr elegant, dieses Thema hier durchgezogen. Oh, elegant, stilvoll. Ja. Du Betrüger bist, und Charlatan. Ich meine, du bist Schauspieler. Ja, das stimmt. Wissen viele nicht. Ja. Aber du bist Schauspieler. Das erklärt vieles. Theater und Bühne halt. Ja, und das erklärt deine Eleganz. Ja, es ist ja eine Bühne. Ja, absolut. Oh mein Gott, ich danke euch beiden. Ich meine, ich glaube nicht, dass ich euch das sagen muss, aber schaut super gerne bei Funk unter Funk Royal vorbei und schaut ihm zu, wie er nicht nur ARPGs, sondern auch viele, viele andere Sachen spielt. Ich meine, ihr seid wahrscheinlich schon längst Fan, ihr braucht diesen Tipp gar nicht, aber ich gebe ihn euch nochmal. Doch, einfach nochmal. Ja, schaut schon vorbei, auf jeden Fall. Es kann ja nicht sowas wie genug Follows geben. Vor allem bei dir ist ja auch so faszinierend, du bist ja in sehr, sehr vielfältig, weil zum Beispiel der Jesse ist ja jemand, der in Diablo immer die Story wegklickt und sowas und dann gar nichts mehr. Aber du bist auch super tiefer Baldur's Gate Story-Rollenspieler. Also bei dir kommt man sehr breit gefächert
auf seine Kosten. Ja. Man das findet heißt, alles bei dir. Ja, folgt diesem Mann, es lohnt sich. Folgt auch diesem Mann zu meiner Rechten, auch das muss ich euch nicht erst sagen, ihr wisst längst Bescheid, aber schaut bei ihm vorbei, weil auch bei ihm findet ihr weitaus mehr als ARPGs. Unter anderem findet ihr auch Themen, über die wir später noch sprechen werden. Das sage ich jetzt so kryptisch, ich erkläre es vielleicht noch. Aber ich verabschiede mich auf jeden Fall an der Stelle schon mal von allen Leuten, die uns als VOD oder Podcast konsumiert haben und sage vielen lieben Dank. Tschüss!